Das hier sieht jedoch nicht so schön aus, diese Seuchenwolken. Und ja, Sporlinge. Leuchtende Sporlinge. Okay. Jetzt wissen wir, was in der Dunkelheit lauert. So, das war der letzte. Pilzranken recken sich nach einem Loch in der Decke. Durch die Öffnung weht ein Hauch frischer Luft. Okay, das hier sieht eigentlich so aus, als könnte ich hier das Fungizid benutzen. Ne? Diese fleischige Pilzsäule posiert schwach mit Biolumineszenz. Sie riecht feucht. Du spürst, wie Essenz dringend zu ihr und von ihr fließt. Vielleicht dient dies als einer Knotenpunkt für die Spuren, die die Archive befallen. Fungizid auf sie anwenden. Einen Augenblick lang geschieht nichts. Ganz allmählich verblasst das Licht der breitesten Stränge der Säule. Der Stiel beginnt seine Farbe zu verlieren. Die Blässe breitet sich in alle Richtungen aus. Perfetto, it's done. And there's no lingering doubt to torment us later. Easier when you poison him first, right? Perfetto, es ist getan. Und keine Zweifel, die uns später plagen werden. Ist einfacher, wenn man sie zuerst vergiftet, was? Na, hat das irgendwelche Reputation noch bei mir ausgelöst? Nein, ich bin immer noch zwielichtig und grausam auf derselben Stufe. Dafür bin ich bei allem anderen außer aggressiv voll. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die beiden hingekriegt habe. Okay, dadurch, dass wir das Fungizid jetzt angewendet haben oder angewandt haben, wenn wir in die Quarantäne-Sektion vordringen. Okay, Quarantäne-Sektion ist eine eigene Map. Kommentierte Geschichte. Ich bin in der Quarantäne-Sektion der Archiv auf ein paar von Moras Tentakeln gestoßen. Sie kann nicht mehr weit entfernt sein. Ja, windende Tentakel. Reich von Ethier, irgendwelche anderen Sachen. Die Dutzenden. Die Reißzähne. Ach, nehmen wir einfach alles mit, was wir so finden. The gods see fractured souls, but they don't care for them.
damaged, broken people are abandoned by their makers to twist in the wind, given no succor, no relief. Die Götter sehen gebrochene Seelen sehr wohl, sie kümmern sich nur nicht. Kaputte, gebrochene Geschöpfe werden von ihren Schöpfern im Stich gelassen, umhergewirbelt wie ein Blatt im Wind, ohne jede Fürsorge, ohne jeden Beistand. Die Annalen von Lengraf, Part 4 von 5. Would an intentionally fractured soul be similarly inconsequential to them? Ob eine absichtlich zerbrochene Seele ihnen ebenso gleichgültig wäre? I will use their apathy against them. I will make their disdain serve me. Ich werde mir ihre Gleichgültigkeit zunutze machen und sie gegen sie verwenden. Ich werde dafür sorgen, dass ihre Verachtung mir dient. Ich habe den zweiten Band der Annalen von Lengraf gefunden. Erneut hat die Stimme zu mir gesprochen, die ich hörte, als ich das erste Buch in die Hand nahm. Wahre Geschichten. Ach, nehmen wir einfach alles mit. Wir haben hier ein unendlich großes Inventar. Schmelztiegel, Schmelztiegel. Und ich habe eh keine Ahnung, welche Bücher ich nachher noch brauche. Und verkrustete Tür. Leuchtende Riesenspore und hier hinter ihr ist ein Buch. Ein fleckiger Haufen Sporenfleisch wuchs sich vor Aufregung. Aus der Tiefe einer haarigen Membran erscheint ein langer Stängel, an dessen Ende ein Pilz sitzt, der vage an ein Auge erinnert. Das Auge starrt dich an, bevor es sich löst und davonrollt, wobei es eine nasse Schleimspur hinterlässt. Grüße. Die Sporenkolonie versteift sich, Wogen des Unbehagens ziehen über sein Fleisch. We are the Archmage Lengraf. What are you? Wir sind die Erzmagierin Lengraf. Was bist du? Talking swords, talking fish and now talking mold. Madiko, wake me up when something keeps its mouth shut. Sprechende Schwerter, sprechende Fische und jetzt auch noch ein sprechender Schimmel. Madiko, weckt mich, wenn mal irgendwas die Klappe hält. You want me to help you stitch yours up? Motvir, willst du, dass ich dir dabei auch helfe? Ich bin Hagrim, Captain der Defiant 5. Ihr seid nicht länger auf. Ich kenne sie und sie ist kein Pilz. Ich bin gerade sehr unangenehm berührt. Sagt nichts, angreifen, euer Untergang. Stellen wir uns mal vor. Eine lange Ranke erhebt sich langsam aus der Kolonie. Sie hat eine fleischige Membran, die die Luft um dich herum prüft. Dwarf. Excursionist. Convenient. Zwerg, Ausflügler, praktisch. Your vessel essence is compatible with Lengrath's song. Now you will accept our excrescence. Dein Gefäß, deine Essenz ist kompatibel mit Lengraths Lied. Du wirst jetzt unsere Auswucherung akzeptieren. Eine zweite Ranke bricht von der ersten ab. Diese ist voller Widerhaken, von denen ein dicker grüner Saft tropft. Cassita, I know that you enjoy new experiences from time to time, but this thing wants to infest you, replace you, make you into a mushroom. Cassita, ich weiß, dass du es magst, ab und zu neue Erfahrungen zu machen, aber dieses Ding hier will dich befallen, dich ersetzen, dich zu einem Pilz machen. Just thought I'd make that clear in case there was any confusion. Ich will das nur mal gesagt haben, falls hier irgendeine Verwirrung vorliegt. Ihr seid nicht Lengraf. Warum denkt ihr, dass ihr Lengraf seid? We know we are Lengrath. Wir wissen, dass wir Lengrath sind. Lengrath is a thought line stretching between gardens, and our roots have touched his oldest song. Lengrath ist eine Gedankenranke, die sich zwischen Gärten spannt, und unsere Wurzeln haben sein ältestes Lied berührt. Unproductive to debate with a vessel. You will understand shortly when your song joins ours.
Es bringt nichts, mit einem Gefäß zu diskutieren. Du wirst bald verstehen, wenn sich dein Lied dem unseren angeschlossen hat. Können wir nicht einfach getrennte Wege gehen? There is only one way. We must escape the prison. And your water will give us the strength to move on. Es gibt nur einen Weg. Wir müssen aus dem Gefängnis entkommen und dein Wasser wird uns die Stärke dazu geben. Ich bin niemandes Gefäß. In der Tiefe des Pilzes klafft eine Öffnung auf und lässt eine Wolke überall riechender Sporen los. Ein biologischer Alarm. Dir stehen die Haare zu Berge, als zahlreiche Pilzwesen sich dir in stummem Zorn zuwenden. Okay, nicht so schön. Die beiden. Must focus. Au. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte den Schlag eigentlich haben. Du das hier. Du ein Doppelschuss. Und sie sind tot. Oh, Maurers verseuchtes Zauberbuch und ein Sprung verkrusteter Schlüssel. Dieser mit dem Sekret irgendeiner Spore verkrustete Schlüssel öffnet eine Tür in der Quarantänesektion. Hoffentlich. Leuchtender Adrastaub und Moras Zauberbuch. Achso, das enthält wirklich Zauber. Okay. Kommentierte Geschichte. Nachdem ich die Sporenkolonie getötet hatte, fand ich Maurers Zauberbuch an der Leiche der Kolonie. Warte halt, das ist Maurers Zauberbuch gewesen? Ja, das war Maurers Zauberbuch, okay. Hier haben wir wieder eine von Lengraffs. It spreads freely like a blood fever, but doesn't kill its host. Eine angepflanzte Seele ist vor dem Blick der Götter verborgen. Sie kann sich wie das Blutfieber verbreiten, bringt aber ihren Wirt nicht um. No. I will be a fever of the spirit. Invisible, unstoppable. Nein, ich werde ein Fieber des Geistes sein, unsichtbar, unaufhaltsam. Eternal. Ewig. I'd be glad to. Und ein Amanita. Amanita. Wenn diese Kreatur sich ängstigt, geben ihre Kiemen ein tödliches Nervengift ab. Das heißt, sie würde es tun, wenn sie nicht entfernt worden wären. 3% Chance, den Angreifer zu bezaubern, wenn du mit einer Waffe getroffen wirst. Plus 3 ausgeteilter Prozent Schaden ausgeteilt als Zersetzungsschaden mit Waffen. Krass. Kann ich mir überlegen, ob ich das Tierchen mal nehmen soll. Und ja, wahrscheinlich muss ich durch die Tür da durch mit dem Schlüssel, den ich jetzt gefunden habe. Aber ich will mich erstmal weiter umsehen, hier unten. Oh, Mann, ey. Oh, der wurde übernommen.